Hallo alle zusammen, ich bin Leonie und in diesem Video spreche ich mit euch über das ziemlich große Thema der Konditionierung. Ich versuche, wie immer, es so kompakt wie nur irgendwie möglich zu halten und damit wir hier auch keine wertvolle Zeit verschwenden, fangen wir einfach direkt mal an. Grundsätzlich bezeichnet man Konditionierung in der Lernpsychologie als einen Vorgang, bei dem sich ein Mensch eine bestimmte Verhaltensweise durch einen Lernprozess aneignet. Aber erst einmal müssen wir zwischen der klassischen Konditionierung und der operanten Konditionierung unterscheiden. Die klassische Konditionierung funktioniert mit einem Reiz-Reaktion-Verhalten. Wir setzen also einen bestimmten Reiz, um eine von uns gewünschte Reaktion zu bekommen. Das bekannteste Beispiel ist hier das Pavlov-Experiment. Ein Hund sabbert, wenn er Futter sieht, ein angeborenes und völlig normales Verhalten des Tiers. Das Futter ist also der unkonditionierte Reiz und das Sabbern ist die unkonditionierte Reaktion. Soweit so gut, da haben wir ja auch noch gar nicht eingegriffen. Aber genau dieses Verhalten kann man sich eben bei der klassischen Konditionierung zum Vorteil machen. Wir wissen, Futter ist der Auslöser für unsere gewünschte Reaktion, also setzen wir einen neuen, bislang noch unbekannten Reiz, um diese Reaktion hervorzurufen. Zum Beispiel klingeln wir jedes Mal, wenn es Futter gibt, mit einer Glocke. Am Anfang wird der Hund diesen Zusammenhang nicht unbedingt verstehen. Wenn wir den neuen Klingelreiz aber kontinuierlich beibehalten, realisiert der Hund, okay, es gibt jedes Mal Futter, wenn diese Glocke ertönt. Wenn diese Verknüpfung angekommen ist, hat die klassische Konditionierung auch schon geklappt und der Hund fängt sogar dann an zu sabbern, wenn es kein Futter gibt, sondern nur noch die Glocke läutet. Einfach, weil er mit dem gesetzten Reiz Futter verbindet und schon haben wir unsere Reaktion konditioniert. Die operante bzw. instrumentelle Konditionierung funktioniert da wiederum etwas anders. Da geht es eher um das Lernen durch gewisse Konsequenzen. Also ein Verhalten wird durch Verstärker bekräftigt oder eben durch Bestrafung abgeschwächt. Es gibt hierbei vier Prinzipien der Verstärkung. Zunächst ist da die positive Verstärkung. Darunter würde zum Beispiel Anerkennung fallen, wie dein Vorgesetzter lobt dich, das magst du, also machst du weiter so. Als zweites gibt es die negative Verstärkung. Wenn du zum Beispiel starke Kopfschmerzen hast, nimmst du eine Schmerztablette. Hier muss man nur aufpassen, negative Verstärkung hat nichts mit Bestrafung oder etwas Negativem an sich zu tun. Es heißt nur so, weil ja ein negativer Reiz, in dem Fall die Kopfschmerzen, entfernt werden. Dann gibt es noch die positive Bestrafung. Du fährst beispielsweise zu schnell Auto und bekommst ein Bußgeld. Hier ist es das Gleiche, nur eben andersherum. Es heißt positiv, weil wir einen unangenehmen Reiz wie das Bußgeld hinzufügen. Und als vierte Verstärkung gibt es noch die negative Bestrafung. Bleiben wir einfach mal beim zu schnell fahren. Dir wird jetzt der Führerschein weggenommen, also entfernen wir einen positiven Reiz. Wie du siehst, setzt man hier zwar auch Reize wie bei der klassischen Konditionierung, aber man lernt eben durch eine entweder positive oder negative Konsequenz der eigenen Handlung. Es geht also um eine langfristige Veränderung des Verhaltens. Lernen kann aber nicht nur durch direkte Erfahrungen, sondern auch durch Beobachtung anderer stattfinden, indem das Verhalten nachgeahmt wird, also Lernen am Modell sozusagen. Für diese Theorie gibt es allerdings vier Grundvoraussetzungen, die die Umsetzung deutlich einfacher machen. Zunächst muss das Modell respektiert werden, in Form einer Autoritätsperson zum Beispiel, die beliebt ist oder einen gewissen Status hat. Dann muss der Beobachter merken, dieses spezifische Verhalten hat auch Erfolg. Es muss auch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Beobachter und Modell bestehen, sonst würde das Modell in erster Instanz ja gar nicht als Vorgabe genommen werden. Und es sollte auch eine emotionale Beziehung zwischen den beiden Seiten bestehen. Als einfaches Beispiel des Modelllernens kann man eine Mutter-Kind-Beziehung nehmen, in der das Kind das Verhaltensmuster der Mutter übernimmt bzw. erlernt, weil es diese als passend und eben richtig erachtet. Zusammenfassend kann man also behaupten, dass Lernen eine relativ dauerhafte Veränderung im Verhalten eines Lebewesens ist, die auf gewisse Erfahrungen zurückgeht. Wir wissen nun also, dass wir beim assoziativen Lernen zwei Reize wie bei der klassischen Konditionierung oder eine Reaktion mit den Folgen wie bei der operanten Konditionierung zu assoziieren. Beim Beobachtungslernen oder auch Lernen am Modell lernen wir, indem wir uns die Erfahrungen und Beispiele anderer ansehen und diese nachmachen. So, und mit diesen ganzen Informationen entlasse ich euch jetzt aus diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch die Konditionierung etwas näher bringen. Bei Fragen oder sonstigen Anregungen bitte immer unten in die Kommentare schreiben. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und hoffe, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann. Tschüss.